In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du WordPress optimal lernen kannst. Denn es gibt, sag ich mal, grundsätzlich ja, und das ist auch das Schöne andererseits, aber auch als die Überforderung, alle Inhalte, die du generell irgendwie brauchen könntest, auf YouTube, sag ich mal, von der konzeptionellen Ebene oder was du wirklich brauchst, um wirklich gute WordPress-Webseiten, Webseiten auch generell zu bauen. So, ich möchte dir in diesem Video die wichtigsten Punkte generell mitgeben und auch generell ein wichtiges Konzept. Denn was ich früher nicht gewusst habe, ist, was ich nicht gegoogelt habe. Also in anderen Worten, ich wusste gar nicht unbedingt, welche Fragen ich mir stellen sollte, um überhaupt herauszufinden, wie ich gute Webseiten baue. Also ich habe natürlich gegoogelt, die Software generell installieren, habe ich gegoogelt, wie installiere ich denn überhaupt WordPress. So, dann haben da verschiedene Leute verschiedene Sachen gesagt. Dann wollte ich irgendwie ein Formular einbauen, habe ich gegoogelt oder dort eingegeben, wie bin ich denn am besten ein Formular ein. Und das ist ja auch erstmal schön und gut und deswegen so findest du auch für alle Probleme alle möglichen Inhalte so und das ist ja grundsätzlich legitim. Die Herausforderung, die ich damals hatte, dass ich nicht wusste, wie gut ist jetzt diese Antwort. Also kommt es jetzt von einem wirklichen Profi, der selbst schon mal Webseiten gebaut hat oder einfach irgendwie mal selbst ausgedacht, das klappt gar nicht wirklich. Und das viel Wichtigere, ich wusste gar nicht, welche Fragen ich mir eigentlich stellen sollte. Also ich habe zum Beispiel, bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, danach zu googeln, wie arbeite ich am besten mit globalen Blöcken. Globale Blöcke sind, falls du nicht weißt, letztendlich einfach Blöcke auf Webseiten, die sich anpassen, auf anderen Unterseiten, wenn du zum Beispiel die Schriftfarbe änderst oder die Schriftart, dann passt sich das auf der gesamten Webseite an. Und wenn du mit den Theme-Einstellungen arbeitest und irgendwie sagst, ich will dort die Schriftarten, Schriftfarben, Schriftgrößen und so weiter festlegen, versus individuell pro Seite, bist du so gesehen viel schneller unterwegs. Natürlich hätte ich das googeln können, herausfinden können, wie arbeitet man am besten mit globalen Blöcken als Beispiel, aber ich wusste gar nicht, dass das überhaupt eine Option ist oder dass es überhaupt sinnvoll wäre. Also in anderen Worten, die Fragen, die man sich stellt, sind oft wichtiger als die Antworten, weil die Antworten, die findet man immer raus. So, und dazu haben wir das Internet, das Handy, wir können alles Mögliche in wenigen Klicks herausfinden. Doch es kommt aber darauf an, was stellen wir uns für Fragen. Und genau diese Antwort möchte ich dir jetzt hier auch in diesem Video geben. Natürlich kann ich es generell, wie man WordPress lernt und wie da optimal Webseiten aufgestellt sind, ist unglaublich großes Feld, also man kann jetzt da irgendwie 5 Stunden gefühlt drüber reden oder vielleicht auch 10 Stunden, aber die wichtigsten Punkte. Also die wichtigsten Punkte, was du, wenn du selbst WordPress lernst, beachten solltest, ist, dass du schaust, wie kannst du effektiv auch für Kundenprojekte arbeiten oder in Kundenprojekten, denn wenn du alles immer super manuell machst, dann ja, braucht es nicht nur mehr Zeit, sondern auch du verlierst ein bisschen Zeit für die wichtigsten Dinge. Und die wichtigsten Dinge sind die Inhalte der Website, also wie schaffst du es wirklich, gute Texte zu schreiben, das ist das Thema Copywriting, darüber sollst du dich informieren. Wie schaffst du es, die Ladezeiten optimal zu gestalten, das ist für viele, da kennen die sich schon halbwegs aus, also wissen, die Ladezeiten sind wichtig. Wie kann man gute SEO-Texte schreiben, wie kann man die Webseite Conversion Rate optimieren, also CRO machen. Das steht einfach dafür, dass du die Conversion Rate zum Beispiel für, dass mehr Leute eine Anfrage stellen oder mehr Leute in dem Online-Shop kaufen oder mehr Leute sich eintragen für irgendetwas, das erhöhst. Ja, und wie schaffst du es, dass du einheitliche und schöne Designs und Layouts baust? Das sind so die wichtigsten Themengebiete, würde ich mal sagen. Und natürlich das ganze Thema Security, DSGVO, Datenschutz. So, das sind aber auch, das ist wieder ein Thema, das ist relativ offensichtlich und das machen schon viele gut. Aber Thema CRO, also Conversion Rate Optimierung, SEO, also Suchmaschinenoptimierung, Copywriting und ja, die Design-Themen, da gehen meiner Meinung nach viele das Thema ein bisschen zu kurz und informieren sich da nicht wirklich. Solltest du aber auf jeden Fall tun und ich habe auf diesem Kanal hier natürlich auch Inhalte dazu schon bereitgestellt. Und was auch noch ganz wichtig ist, wir haben jetzt auch eine Freelancer Masterclass, ein Online-Programm, was du ja, kaufen kannst. Die Links dazu findest du ja unterhalb dieses Videos. Das ist eine, würde ich sagen, super günstiger und fairer Preis dafür, was man bekommt. Nämlich du bekommst diese ganzen Inhalte, die ich jetzt eben auch genannt habe, ausführlich gezeigt und ja, was man da beachten muss mit Checklisten, die du für dich, aber auch für Kundenprojekte einsetzen kannst. Und wir führen dich so gesehen durch jeden Schritt. Und was noch dazu kommt, wir haben eine aktive Community mit anderen Webdesignern und ja, Leuten, die da ihre Agentur aufbauen wollen. Und
bekommst du persönliche und individuelle Unterstützung von uns. Denn wir bieten einen Live-Call pro Woche an, wo du all deine Fragen beantworten kannst, Feedback von anderen bekommen kannst, von unserem Support-Team, von mir, von ja, jeglichen erfahrenen anderen Leuten und natürlich auch anderen Teilnehmern aus der Community, aus der Freelancer Masterclass. Und das ist eben das Schöne, dass wir dann dadurch deine Lernexperience, deine Lernerfahrung viel besser auf dich anpassen können, dir mal den Hinweis geben können, welche Fragen du jetzt eigentlich stellen solltest, weil das ist genau das, was YouTube nicht beantwortet. Und das kann ich hier deswegen auf dem Kanal auch nicht 100% beantworten. Das heißt, ich verlinke dir hier unterhalb des Videos meine Playlist zum Thema WordPress, was wir hier auf dem Kanal schon gemacht haben, wo du einfach verstehst, wie kann man noch besser WordPress optimieren, aufsetzen, für Kundenprojekte besser umsetzen. Und auch nochmal den Link zur Freelancer Masterclass, wo du dich auch einmal informieren kannst, ja, wie das Ganze abläuft, ob das Ganze was für dich ist und ob du das Ganze mal ausprobieren willst. In diesem Sinne, achte mal darauf, ja, dir die richtigen Fragen zu stellen. Bis zum nächsten Video, dein Alex.